kann nicht so gut Witze erzählen, ich gebe es zu. Der Wolfgang auch nicht, wenn Sie mich dann Moment, fragen. Moment, wenn ich einmal loslege, entschuldige bitte, der super Witz mit den drei Prostituierten und dem Känguru ist ein Knaller. Na, sehen Sie, was ich meine? Und um das zu vermeiden, gibt es bei uns beim Fröhlichen Frühling die Rubrik Der Witzbold des Jahres. So ist's. Wir haben nach der letzten Sendung 10.000 Einsendungen bekommen. Das war ein Wahnsinn, was da los war. Unsere Redaktion, die hat 2 Wochen die ganzen Witze gelesen und nur noch gelacht. Dafür bekommen die Jungs immerhin 4 Euro die Stunde. Ist doch herrlich, oder? Aber der Witz, der wirklich der beste war, den hören wir uns jetzt an. Und den trägt hier nicht irgendjemand vor. Nein, 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 sondern der Einsender höchstpersönlich. Hier kommt der Gewinner. Der Witzbold des Jahres ist nämlich Ottmar Zittlau. Wo ist er? Da. Ja, da ist er doch. Folgendes. Da. Ja, jetzt weiß ich. Da war ein Wald gewesen, ne? Jetzt irgendein Wald, ne? Ein Nabelwald oder Mischwald oder Laubwald, ist ja auch egal, das ist für einen Witz ja nicht wesentlich. Ne? So, na ja, und im Wald, ne? Da war... Ein Mann, ne, der war da so Luft schnappen oder spazieren, ne? Und als er da den Pilz, da der sucht Pilze, der Mann. Und dann sieht er plötzlich unter einem Stein einen riesengroßen Pilz. Ne, wahrscheinlich ein Steinpilz. Ne? Naja, der Mann, ne, zieht so mir nichts, dir nichts an dem großen Pilz. Ne? Wahrscheinlich will er den pressen in einem Buch oder was. Ne? Ist ja egal. So, auf einmal sieht der Mann unter dem Pilz einem riesengroßen Frosch. Ja, man kommt so ins Gespräch, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, ne? Man sagt sich guten Tag, guten Weg. So, naja, aber weiter im Text. Dann sagt der Frosch, oh Mann, du hast mich gerettet, ich war 12 Jahre unter dem Stein verschüppelt. Jetzt sagt der Mann, oh, das ist aber was, sagt der Frosch, ja, wenn das so war, kann ich dir, lieber Mann, jetzt, weil ich ein verzauberten Frosch bin, einen Wunsch erfüllen? Sagt der Mann, ja, ich wünsche mir Frieden auf Erden. Ja, das ist schön, ne? Da fand ich auch. So, da sagt das Schwein, ne, falsch. Da war noch nicht der Witz. Warte, warte, nee, ist doch noch nicht vorbei. Sagt, der Frosch sagt, oh Mann, also zu dem Mann, oh Mann, das ist aber jetzt ein frommer Wunsch, ne? Frieden auf Erden, das ist schwierig, aber das ist für mich, einen kleinen Frosch, ja quasi unmöglich. Hast du nicht irgendwie einen einfacheren Wunsch? Sagt der Mann, ja, pass auf, und zeigt dem Frosch ein Bild von seiner Frau und sagt, Frosch, Folgendes, das ist meine Frau. Erfüll mir doch den Wunsch und mach meine Frau wieder so jung und heiß und frisch wie am ersten Tag. Sagt der Frosch, kann ich den ersten Wunsch noch mal hören? Ja, Moment. Moment, Moment, da war ja noch nicht der Witz gewesen. Moment, da war ja noch nicht der Witz, geht ja noch weiter. Sagt der Mann, jo, das stimmt. Ha 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 ha. H-E-I-M-A-T. Ja, das heißt Heimat. Da, wo man mich so gern hat. Wo jeden Tag die Sonne für mich scheint.
Ja, damit bist nur du gemeint. H-E-I-M-W-E-H. Ja, das heißt Heimweh.